Ludwig Leichhardt war ein großer Entdecker und hat eine gewisse Zeit in Cottbus verbracht. Seine Reisen in Australien haben maßgeblich zur Erkundung des Kontinentes beigetragen. Dieser Mann ist für Cottbus und Umgebung eine bedeutende Persönlichkeit. Es ist faszinierend, dass gerade ein junger Mann aus unserem Lande sich auf den Weg gemacht hat, den roten Kontinent zu erforschen. Ludwig Leichhardt hatte damit im Laufe der Jahre und bis heute auch den australischen Kontinent in unsere Region geholt. Da ist es doch naheliegend, dass auch ein Gymnasium in Cottbus seinen Namen tragen darf. Durch seine weitreichenden Erforschungen von Australien und der Vielzahl der entdeckten Pflanzen und Tiere gebührt Ludwig Leichhardt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Australien eine große Ehre. Durch seine Forschungen ist die Erkundung des so dünn besiedelten Kontinents erst vorangeschritten. Seine Verdienste in der Botanik, in der Flora und Fauna in und um Australien sind unermesslich. Welche Gebiete, Gebirge, Flüsse, Pflanzen und Tiere erst durch ihn Kenntnis erlangten, ist in einem Verzeichnis zu finden. Hier seht ihr einen Koromea-Baum, der bis zu 15 Meter hoch werden kann. Dafür gibt es verschiedenste Ehrungen, die Ludwig Leichhardt zuteil gekommen sind. So kann man Ludwig Leichhardt Museen besuchen. Denkmäler zu seinen Ehren zieren einige Städte. Auf einem Spaziergang durch Cottbus stoßen wir auf Gedenktafeln, auf Brücken, Wege und Straßen, die seinen Namen tragen. 1983 erschien in Australien erstmals auch eine Briefmarke zu Ehren Leichhardts. Und auch 2013 in Deutschland konnte man anlässlich des 200. Geburtstags seine Briefe mit einer Marke von Ludwig Leichhardt versenden. Ludwig Leichhardts erste Expedition war von 1844 bis 1845. Durch die kurze Vorbereitungszeit der ersten Expedition schlichen sich Fehler ein. Das fing bei der Auswahl der Mannschaft und bei dem mitzunehmenden Vieh an und hörte bei der Verpflegung, Kleidung und der mangelhaften Erfahrung der Teilnehmer auf. Dennoch hatte Leichhardt verschiedene Leute mit: Botaniker, Naturforscher, Schafzüchter und Fährtensucher. Auch die Finanzierung brach im letzten Monat zusammen und es mussten noch Spenden finanziert werden. Am 1. Oktober 1844 startete diese in einem kleineren Ort namens Jimbo in Queensland. In den ersten paar Tagen der Expedition mussten alle zu Fuß laufen, weil die Tiere, Pferde und Ochsen, die sie dabei hatten, voll beladen waren. Später wurde dann abwechselnd auf den Pferden geritten. Das Verhalten der indigenen Bevölkerung war Leichhardt noch nicht bekannt und so kam es auch zur ersten Auseinandersetzung zwischen Leichhardt und einem Aborigine. Der australische Sommer mit seinen hohen Temperaturen setzte Anfang November 1844 ein. Sie hatten so wenig Verpflegung, dass Leichhardt zum Entschluss kam, seine Mannschaft zu reduzieren. Die Mannschaft lernte von Tag zu Tag mehr dazu, unter anderem wie sie sich aus dem Busch ernähren können. Auf diesem Pfad erreichten sie das Atherton Table und entdeckten den Mount Murphy, bis hin an der Robinson Creek. Dort benannten sie einen Mount Nicholson. Am 13. Dezember begann eine anstrengende Überwindung der Expeditionslage, bedingt durch das wenige Jagdglück. Am 28. Dezember entdeckten sie Christmas Range und den Comet River. Sie kamen sehr langsam voran, haben aber dennoch mehrere Flüsse und Gebirge entdeckt. Anfang des Jahres 1845 gab es Probleme mit der Verpflegungsmenge. Weiter in den März rein entdeckten sie den Sutton River und setzten ihren Weg an dem ebenfalls von Leichhardt benannten Burdekin River flussabwärts in nördlicher Richtung fort. Ende Mai waren fast alle Vorräte aufgebraucht und Ende Juni dann beschloss Leichhardt, den Flusslauf des Mitchell River zu verlassen und in Richtung Küste zu gehen. Nach großem Jagdglück benannte Leichhardt einen Fluss, den Seven Emu River. Nachdem die Packochsen überladen wurden, drei Pferde bei einer Flussüberquerung ertranken, musste Leichhardt wegen mangelnder Transportkapazität 3000 Teile seiner botanischen Sammlung und die gesamte Sammlung von seinem Mitstreiter zurücklassen. Im November erreichten sie dennoch den South Alligator River und kamen dann schließlich am 17. Dezember 1845 an ihrem Ziel Port Etherington an. Ludwig Leichhardts erste Expedition war sehr erfolgreich. Dort hatte er bewiesen, dass im Nordwesten Australiens landwirtschaftlich nutzbares Land und Kohlevorkommen gibt. Leichhardt plante seine nächste Expedition, welche vom Osten bis in den Westen Australiens an den Swan River führen sollte. Die Vorbereitung für diese Expedition war sehr knapp gehalten, da Leichhardt noch mit der Publikation seiner ersten Reise beschäftigt war. Aus den Erfahrungen der ersten Expedition gelernt, nutzte Leichhardt dieses Mal Maulesel anstatt Ochsen, bei denen das Beladen einfacher war und sie auch besser mit der Last umgehen konnten. Auch wurden mehr Ziegen und Schafe mitgenommen, die besser zu schlachten waren.
Nachdem alle Vorräte gut berechnet waren, zogen sie am 1. Oktober 1846 von Sydney nach Port Stephen los. Die Mannschaft bestand aus einem Koch, einem Botaniker, Landvermesser, Sattler, Expeditionsfahrern und Aborigines, welche als Fährtensucher eingesetzt wurden. Zum Schutz vor der Witterung wurden Zelte aus Kaliko mitgeführt, die im geölten Zustand wasserabweisend waren. Ebenso wurden Kleidung, hauswirtschaftliche Utensilien und Werkzeuge wie Schwerter und Beile transportiert. Auf den Landweg ging es dann nach Dallingo Downs, wo am 6. Dezember in Jimbur, der Anfang der ersten Reise, ein letztes Mitglied dazustieß. Am 10. Dezember brachen sie mit einer riesigen Herde an Tieren von der Gok-Scharfstation auf. Verschiedene Plagen, die große Hitze, entlaufenes Vieh, Durchfall und schmerzhafte Entzündungen gestalten das Vorankommen mühsam. Auch starke Regengüsse machen ein Fortkommen schwierig. So kam es immer wieder zu zeitlichen Verzögerungen. Der Mackenzie River konnte erst im März überquert werden. Dort pausierten sie wegen Fieber von vielen Gruppenmitgliedern, die dadurch sehr geschwächt waren. Die Gruppenmitglieder weigerten sich, die Reise fortzusetzen. Leichhardt entschied sich am 7. Juni dazu, die Expedition aufzugeben. Die Reisenden kamen am 23. Juli wieder in Darling Down an. Nun Leichhardt ebenso geschwächt und erkrankte auch noch an Rheuma. Nach seiner Erholung machte sich Leichhardt Gedanken darüber, wie er das verfehlte Ziel mit einer weiteren Expedition erreichen konnte. Dies war der Beginn seiner dritten Reise durch Australien. Doch dass es seine letzte wird, hatte er da noch nicht geahnt. Aus den vorherigen Erfahrungen setzte Leichhardt diesmal eine Reisedauer von 2 bis 3 Jahren an. Mit einer kleineren Mannschaft, aber genug Getier und Proviant, brachen sie im Februar 1848 von Darling Downs über Mount Aberdeens zum Merfyn Station auf, die sie Anfang April erreichten. Am 5. April 1848 brach die zweite Expedition Spawn River nach Norden auf und seitdem ist Leichhardt verschollen und es fehlt von den Expeditionsteilnehmern jede Spur. Welche Route Leichhardt auf seiner dritten Expedition verfolgte und wo und wie er und seine Gefährten umkamen, ist bis heute umstritten. Leichhardt soll wie geplant seine nördliche Route verfolgt haben und den Indizien zufolge in der Tamani- oder Great Sandy-Wüste umgekommen sein. Damit hätte er ein Drittel seines anvisierten Weges zurückgelegt. Allein für den Mythos des Verschollenen ist es vermutlich unerheblich, wo genau Leichhardt verblieben ist. Dennoch wurden ein paar Jahre nach dem Verschwinden Leichhardts und seiner Expeditionsteilnehmer verschiedene Suchexpeditionen gestartet. In diesen wurden mit einem L gekennzeichnete Bäume gefunden, später auch Fußspuren eines Weißen und Abdrücke von Pferdehufen, bis hin zu einer einheimischen, bewohnten Hütte mit Grasdach, die nicht von ihnen erbaut sein konnte. Weitere Suchen blieben erfolglos. Resümiert wird die Forschungslage zu Leichhardts Verschwinden wie folgt. Viele Theorien sind über die Jahre entwickelt worden, um zu erklären, wo Leichhardt starb. Die meisten von ihnen schlussfolgern, dass er irgendwo in der Nähe der Simpson-Wüste umkam. Ludwig Leichhardt wird oft auch als der Humboldt Australiens bezeichnet. So ist sein Bekanntheitsgrad nicht nur unlängst auf seine Schulzeit an dem Cottbuser Gymnasium zurückzuführen. In der Zeit, in der er hier sein Abitur erlangt, widmete er sich literarisch den Reisebüchern und der Abenteuerliteratur. So wurde in Cottbus für ihn der Grundstein und der Drang gelegt, in die Welt hinauszuziehen und es seinen Vorbildern gleich zu tun. Wie kam nun unser Gymnasium zu seinem Namen? Früher war unser Gymnasium in 2 Oberschulen geteilt. Einmal in die Salvador Allende Oberschule, was die 22. Oberschule in Cottbus, und einmal die Pablo Neruda Oberschule, was die 23. Oberschule in Cottbus ist. 1991 werden die beiden Oberschulen zu einem Gymnasium, was das 4. Gymnasium in Cottbus ist. Seit 1996 trägt die Schule zu Ehren des australischen Forschers Ludwig Leichhardt offiziell den Namen Ludwig-Leichhardt-Gymnasium. Diese Entscheidung wurde in den Erinnerungen an Leichhardts Schulzeit in Cottbus gefällt. Im November 2013 wurde in Cottbus ein Kooperationsvertrag zwischen den Henley High School in australischen Adelier und dem Ludwig-Leichhardt-Gymnasium unterzeichnet. Ludwig Leichhardt ist für mich jetzt nicht mehr nur einfach ein in unserer Umgebung geborener Forscher. Mit welchem Kraftaufwand und mit welcher Verbissenheit er sich hinter seine Projekte gestellt hat und diese auch noch zum Erfolg führten, ist bemerkenswert für die damalige Zeit. Ein Mensch, der sich zu höheren Berufen führte und unbedingt in die Geschichte eingehen wollte. Dies hat er in Australien und hier bei uns in der Region geschafft. Aber viele Menschen in Deutschland kennen Humboldt,
weniger aber Leichhardt. Ich finde, das sollte sich ändern.